Der Mann an der Kamera heißt Christian Hochschipper und er zeichnet wieder mal ein super Video auf von der heutigen Show. Alles nachzuverfolgen im Videoportal der 09 Chronik unter www.nixblicker.de. Und für den zweiten Akt des heutigen Talkabends haben wir nun einen Spieler, der unserer Mannschaft seit 2012 angehört, seit Januar 2012, ein ganz wichtiger Leistungsträger, Führungsspieler und auch einer, der eine ganz kleine Bundesliga-Karriere hinter sich hat. Ich sage herzlich willkommen, Alexander Tamm. Ja, Alex, herzlich willkommen auf unserer 09-Bühne. Da sind ganz viele schwarz-weiße Pandas. Darfst du gerne den einen oder anderen von vernaschen, aber lass mir bitte welche über. Denn du weißt, der Captain hat immer Hunger. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Herzlichen Dank, dass so viele Leute gekommen sind. Freue ich mich sehr und ich hoffe, dass wir jetzt einen kleinen, gemütlichen, schönen Abend haben. Ja. Und ja, Catering ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ist das immer noch die beiden Becher von den Koltgas? Ich weiß nicht, ob die Jungs schon dran waren, aber du kannst die auch gerne ein bisschen vermischen. Ich bin gerade noch trainiert, insofern, der Kalle hat ja heute frei gehabt, der hat ein Tor geschossen am Montag, hat Siegtor und deshalb hat er heute frei gehabt, dann trinke ich mal hier einen Schluck. Dann trinken wir vom Kalle den Becher aus. Ja, Montag war ein wichtiger Moment, ne? So für die Psyche, für die Köpfe, 2-1 in Schermbeck, war zwar ein relativ dünnes Ergebnis, aber eins, das durchaus wegweisend war, denn die Leichtigkeit, die fußballerische Leichtigkeit, die Mannschaft über weite Strecken der letzten 1-2 Jahre ausgezeichnet hat, ist ein bisschen abhandengekommen, ist eine Kopfsache jetzt, die letzten Schritte in Richtung Regionalliga, oder? Wie siehst du das? Fußball ist ganz, ganz viel eine Kopfsache, eine Sache von Selbstvertrauen, eine Sache von, wie der eine für den anderen fightet. Und ja, Fakt ist, wir wissen alle selber, dass wir gerade seit der Rückrunde vielleicht nicht mehr ganz so guten Fußball spielen. Nur ich habe es auch schon des Öfteren gesagt, trotz alledem sind wir meiner Meinung nach nach wie vor eine Spitzenmannschaft, weil wir es einfach geschafft haben, aus relativ wenig spielerischen Mitteln, die wir auf den Platz bringen konnten, halt einfach die nötigen Punkte zu holen, um Stand heute 4 Spieltage für uns vor Saisonende die Tabelle so zu gestalten, wie wir sie haben, 4 Punkte vor auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. Und unser Ziel ist es nicht, das zu verteidigen, sondern unser Ziel ist es, das noch auszubauen, beziehungsweise so diese 4 Punkte Abstand bis zum 34. Spieltag zu halten. Sprich, wir wollen unsere letzten 4 Spiele gewinnen und sind uns um die Ausgangssituation bewusst. Die ist mehr als fantastisch für uns. Ich möchte mit keinem anderen tauschen und dementsprechend werden wir jetzt alles dafür tun, die letzten 17 Tage Stand heute noch 12 Punkte zu holen. Wenn es 9 werden, bin ich natürlich auch nicht böse. Für viele deiner Teamkollegen ist diese Saison eine ganz neue Erfahrung. Die haben zum großen Teil noch nie unter so einem Erfolgsdruck gestanden, haben auch teilweise noch nie in der Spitze auf so einem hohen Niveau gespielt. Inwieweit kannst du als alter Hase, der schon einen gewissen Erfahrungsschatz mitbringt, den Jungs da entsprechend in die Spur helfen, wenn es mal hakt? Ja, ich hoffe, dass ich es kann. Also, wie gesagt, in die Köpfe kommt man halt nicht immer rein und sehr, sehr viel spielt sich halt im Kopf ab. Gerade, wir hatten uns vor der Saison schon immer gesagt, wir wollten uns qualifizieren für diese sogenannten Playoffs, sprich am 24., 25. oder 26. Spieltag noch zu der Gruppe in der Tabelle zu gehören, wo man halt noch was mit dem Aufstieg zu tun haben kann. Und spätestens dann, ich sag mal, der eine denkt ein bisschen mehr als Fußballer, der andere denkt ein bisschen weniger als Fußballer, aber irgendwo wird man, ich kann es ja nur von mir sagen, also ich stehe morgens auf, denk an das Ziel, was wir alle haben. Ich gehe abends ins Bett nach dem Training und sehe die Jungs dann noch und denke genauso an das Ziel. Und ich kann mittlerweile sehr, sehr gut damit umgehen. Ich hatte gerade schon 2-3 Gespräche geführt, auch hier. Ich kann mich erinnern, dass wir damals, wo ich noch bei der zweiten Mannschaft von VfL Bochum gespielt habe, dass wir es da zweimal am letzten Spieltag versäumt haben, aufzusteigen. Einmal ist er dadurch Wattenscheid aufgestiegen. Also da haben wir am letzten Spieltag in Lippstadt verloren und ihr in Aalen, glaube ich, ihr damals noch in Aalen 1-1 gespielt. Und wofür wir uns auch nochmal im Nachhinein herzlich bedanken. Sehr gerne, sehr gerne. Hast du alles richtig gemacht. Naja, aber
Aber ich habe es mir damals geschworen, gewisse Fehler einfach nicht wieder zu machen. Und Fakt ist, man darf halt einfach nicht so viel verändern. Ich habe mal irgendwann von Mario Gomez gelesen, dass er zu seiner Stuttgarter Zeit zum Beispiel freitagsabends oft eine Pizza gegessen hat und er dann samstags in der Bundesliga gespielt hat. Und es wäre falsch, wenn jetzt... was weiß ich, jeder einzelne Spieler eine andere Vorbereitung hat vor dem Spiel für sich, als wir sie am zweiten oder dritten Spieltag hat und wir gegen Tusshäfen spielen, sondern man muss probieren, möglichst normal da reinzugehen, dem anderen zu vertrauen und ich bin ja hundertprozentig fast davon, oder ich bin zu 100% davon überzeugt, dass wir mit der Truppe, mit den Jungs, die wir haben, unabhängig davon, wen der Trainer aufstellt, das Ziel Aufstieg erreichen werden, was wir uns jetzt gesetzt haben, was ja, und der Verein hat es immer wieder betont, kein Muss oder Zwang ist. Ja, diese Überzeugung, da sind wir eigentlich alle, auch wenn im Umfeld so für einen Tabellenzweiten eigentlich relativ wenig Euphorie im Moment spürbar ist. Wie erklärst du dir das, dass die Leute so kritisch mit der Situation umgehen? Ja, das ist komisch, auch da hatte ich gerade schon drüber gesprochen. Es herrscht eigentlich ja, seit dem Jahr 2013 generell in Wattenscheid, rund um Wattenscheid 09, so eine negative Stimmung oder ja, weil die Erwartungshaltung natürlich auch irgendwo zugenommen hat. Ich sag mal, als ich hier vor anderthalb Jahren hergekommen bin, da kannte man eigentlich nur gewinnen. Damals noch, ich habe es ja immer gesagt, Westfalenliga war damals für den Kader, den wir hatten, eine Osterhasenliga, so habe ich es damals immer genannt, weil bei der Qualität, die wir im Kader hatten, mussten wir aufsteigen. Da gab es gar kein Vertun. Da hat es ja Ergebnisse gegeben, gerade in der Hinrunde, da gab es mal ein 7-0, ein 5-0, ein 5-1 und es ist ja klar, dass es nicht immer so weitergeht. Und auch das habe ich den Jungs schon gesagt, damals hieß es, wo ich vor 2 Jahren mit Rot-Weiß Essen aufgestiegen bin aus der Oberliga, da hieß es immer, ja, ihr seid so durch die Liga marschiert und ihr habt jeden Gegner abgeschossen. Das ist auch nicht so. Auch mit Rot-Weiß Essen haben wir unsere Spiele knapp 2-1, 3-1 gewonnen und gerade auch in der Rückrunde, wenn man sich die Statistiken mal anguckt, und ich habe es mir angeguckt, auch da haben wir in der Rückrunde wenig Spiele mit 2 Toren oder mehr Unterschied gewonnen. Und das ist halt einfach im Fußball so, sobald das Denken losgeht, blockieren ein Stück weit die Beine. Und ich glaube, bei uns haben sie jetzt genug blockiert und wir haben jetzt eine super Ausgangssituation und ab jetzt fangen wir wieder an zu marschieren, da bin ich relativ sicher. Was ja auch dadurch begünstigt wird, dass die Konkurrenz auch enorm federn lässt, dass der TuS Entebrück beispielsweise so derbe einstürzt, hätte man zur Saisonhalbzeit auch nicht erwartet. Das sind alles Sachen, die uns in die Karten spielen und die eigentlich den Kopf ein Stück weit freier machen sollten, oder? Jein, also wenn ich halt dran denke, was wir für Punkte haben liegen lassen, ich erinnere mich da gerne noch ans Hinspiel gegen Schermeck zurück, wo wir im Halbzeitpfiff 2-0 in Führung gehen und es noch schaffen, vor dem Halbzeitpfiff das 2-1 noch reinzukriegen und letztendlich 2-2 spielen, haben wir da Punkte liegen lassen. Ich denke, wir haben gegen Spruckhövel Punkte liegen lassen, weil es muss einfach unser Anspruch sein, Spruckhövel hinfahren, weg zu Malochen und 3 Punkte mitzunehmen. Erntebrück, kurz vor Schluss noch das 3-2 gekriegt. Und wenn ich nur mal die 5 Punkte irgendwo nehme, die wir haben liegen lassen, dann würden wir jetzt schon ganz anders in der Tabelle dastehen. Fakt ist, klar, letztendlich mussten wir dann irgendwann mal drauf gucken, was macht die Konkurrenz. Wir haben es natürlich dankend angenommen. Nur ich bin immer ganz gerne einer, der nicht nur fußballerisch, sondern auch generell im Leben es ganz gerne hat, wenn er Entscheidungen selber treffen kann und nicht auf andere angewiesen ist. Und insofern ist es jetzt schön, dass wir es komplett in der eigenen Hand haben. Und ich möchte auch nichts hören von wegen, wir können uns noch einen Ausrutscher erlauben oder sowas, habe ich jetzt am Montag nach dem Spiel gehört. Sondern einen Ausrutscher gibt es nicht, sondern wir gewinnen 4 Spiele und dann sind wir durch. Völlig egal, was die anderen machen. Sowas hören wir gerne, jawohl. Wir wollen mal deinen Karrierebericht ein klein wenig nachzeichnen. Du erfreust dich hier in Wattenscheid allergrößter Beliebtheit, obwohl du eigentlich ein VfLer bist. Also du hast die Jugend des VfL durchlaufen, hast dann sogar bei den Profis deine ersten Karriereschritte gemacht, hast 3 Bundesligaspiele für den VfL Bochum bestritten. Was hast du da für Erinnerungen dran? Ja, also ich glaube, das ist mir egal, bei welchem Verein ich war. Und ich habe ja auch schon, ich sag mal, was so Traditionsvereine angeht, auch bei Preußen Münster spielen dürfen, bei Schalke in den Amateuren mal gespielt oder klar auch das Jahr in Rot-Weiß Essen. Und ich habe halt immer dazu gestanden, dass ich halt ein
VfLer bin. Und ich glaube, da musst du dich heute auch nicht für entschuldigen. Das war nicht der Hintergrund meiner Frage. Und ich glaube, wenn man seine Farben nicht verleugnet, sondern dazu steht, glaube ich, ist das schon mal sehr, sehr ehrlich. Und ich glaube, Ehrlichkeit, vielleicht im Fußball nicht immer gefragt, aber ich bin halt so ein Typ, wenn mir was nicht passt oder wenn ich was zu sagen habe, dann sage ich es eigentlich immer oder mache es. Klar, der eine oder andere kommt damit nicht klar. Deshalb habe ich sicherlich auch hier und da mal Probleme gehabt bei einigen meiner Ex-Vereine. Aber vom Grundsatz her blicke ich da zurück und habe mir da eigentlich wenig vorzuwerfen. Und trotz alledem habe ich, egal wo ich gespielt habe, mein erster anderer Verein, außer jetzt der VfL Bochum, war Preußen Münster. Und ich probiere mich einfach immer einzubringen in die Vereine, mich damit zu identifizieren, mich auch ein bisschen zu informieren, wo kommen die Vereine her, was hat es da mal gegeben, was war da so besonders. Und in Münster war es halt Eröffnungsspiel 63, die, ich glaube, gegen Hamburg, da haben sie so viel von erzählt. Und dann zum Jubiläum ist der HSV dann auch gekommen mit der Bundesligamannschaft und wir durften ein Vorbereitungsspiel gegen die machen. Und gab in jedem Verein, wo ich gespielt habe, gab es schöne Erinnerungen. Und klar, vielleicht das halbe Jahr in Rot-Weiß-Ahlen mal ausgenommen. Das war, denke ich, eine reine Katastrophe. Aber auch sowas mal mitzuerleben, dass man von, ich glaube, 17 Spiele, die ich da gemacht habe, dass man da wirklich, ich glaube, 14 oder 15 verliert, das ist Wahnsinn. Aber gut, war letztendlich eine Erfahrung, die für mich als Sportler, als Fußballer, ja, eine Vollkatastrophe war, aber die einen sicherlich dann auch ein Stück weit weiter geprägt hat. Zu deiner Anfangsphase in deiner Profikarriere hast du halt, wie gesagt, an der Bundesliga... Profikarriere! Naja, kann man durchaus so sagen. Hast du an der Bundesliga geschnuppert? Warum hat es da nicht dauerhaft für gereicht? Du bist dann relativ schnell zu den Amateuren des VfL abgeschoben worden. Abgeschoben kann man nicht sagen, aber du hast halt 4 Jahre Oberliga, Regionalliga gespielt nur und nicht in der ersten Mannschaft. War mehr nicht drin oder war das gar nicht ein Anspruch oder hätte es durchaus sein dürfen oder rückblickend? Also Profikarriere nehmen wir erstmal zurück. Ich glaube, wer in Münster spielt und in Essen spielt, der... Ja, aber immer Oberliga, Regionalliga. Ich habe ja immer gesagt, also entweder spiele ich Bundesliga oder dann halt irgendwie Oberliga, Regionalliga. Aber alles, die Treter liegen dazwischen, zweite, dritte Liga, tue ich mir nicht an. Also ich bin damals mit 9 Jahren zum VfL gewechselt in der E-Jugend und habe da insgesamt 14 Jahre gespielt. Ja, und deshalb ist es halt auch... müsste entschuldigen, einfach mein Verein, wo ich halt genau wie ihr in der Wattenscheid-Kurve stehe, ich halt auch Samstag oder Sonntag, wenn der VfL spielt, in der VfL-Kurve, unterstütze einfach meinen Verein, meine Jungs. Und insofern weiß ich natürlich auch, was es jetzt für euch dann auch bedeutet, in der Kurve zu stehen und vielleicht auch, wenn es dann halt mal nicht so läuft, kann ich es auch verstehen, dass man sich mal ärgert, dass man mal meckert oder vielleicht, dass man auch mal pfeift. Also insofern denke ich, hilft mir das schon ganz gut weiter. Ja, Profikarriere. Ich habe in der A-Jugend beim VfL, seinerzeit war ich noch Stürmer, da bin ich so eigentlich als letzter, als 12., 13. Mann mit durchgerutscht zu den Amateuren hoch. Und ja, wie es dann manchmal so ist, dann fielen hinten ein paar Leute aus und dann sagte der Trainer, Tami, geh du doch mal nach hinten in der Innenverteidigung. Und dann haben alle schon gedacht, was hat er denn jetzt vor? Und ja, dann haben wir das Spiel, ich glaube 5-1 gewonnen, war ein Freundschaftsspiel in der Vorbereitung im Trainingslager. Ich habe 2 Tore gemacht nach Standardsituation, 2 Tore hinten mit dem langen Ball vorbereitet, einen mit dem Außenriss sogar. Und ja, dann kam irgendwann auch der Spitzname Kaiser dazu. Und seitdem habe ich hinten gespielt und wie es dann weiter so ging, fielen auf einmal oben beim VfL in der Bundesligamannschaft Leute aus und dann wurden Leute gebraucht, die mittrainieren. Und ja, dann durfte ich mittrainieren und habe danach mein Zeug ganz gut erledigt und ja, dann kam auch, muss man aber ehrlicherweise auch sagen, sehr, sehr viel Glück dazu, dass ich meine Bundesligaspiele gekriegt habe aufgrund von Verletzungen anderer Leute. Und ja, nur trotz alledem möchte ich die nicht missen. Das ist, ich glaube, für seinen Herzensverein meiner höchsten deutschen Spielklasse auflaufen zu dürfen, das ist ja, für mich der absolute Wahnsinn gewesen, zumal es da auch noch eine Anekdote zu einem Spiel gibt in Hamburg, wo ich eingewechselt wurde. Wenn ich die vielleicht, wenn das Programm nicht sprengt hier, da haben wir, Bochum hat in Hamburg gespielt, letzter Spieltag, und ich hatte mit ein paar Amateurjungs und ein paar Freunden von mir damals eine Auswärtsfahrt dahin geplant, mit einem anderen Fanclub zusammen, hatte einen Bus bestellt und wir waren insgesamt 12 Leute, Marvin Martip war damals noch dabei, der jetzt in Ingolstadt spielt, und Mirko Tallager, der lange Zeit in Erkenschwick gespielt hat. Naja, und dann auf einmal donnerstags zur Abi-Zeit, damals noch in der Zeche gewesen, eine richtige Zündung eingeleitet, und freitags morgens ruft mich dann der Frank Heinemann an und sagt, Tami, komm zum Training, du trainierst mit, und anschließend nimm dir einen Anzug mit, du fährst auch mit nach Hamburg. Ja, und
da muss ich das noch alles organisieren mit dem Bus, weil ich hatte alles organisiert. Und ja, während die Jungs dann im Bus nach Hamburg saßen, bin ich schon einen Tag eher dahin gefahren. Und wie es der liebe Gott dann so wollte, haben wir dann 1-0 geführt. Und 5 Minuten vor Schluss ging dann damals noch für den HSV gespielt Daniel van Beuten nach vorne. Und ich glaube, ich war damals 19 Jahre und der Neuruhr sagte dann, der wollte unbedingt gewinnen. War also schon klar, dass der VfL abgestiegen ist, aber gewinnen wollte man ja trotzdem. Und dann sagte er auf einmal, komm, du spielst jetzt gegen ihn. Und dann stehe ich vor Van Beuten. Und also abgesehen davon, dass ich ihn zweimal elfmeterreif gefoult habe, in 5 Minuten, die ich da gespielt habe, war es ein Riesenerlebnis. Wir haben letztendlich 1-0 gewonnen. Damals werde ich auch nie vergessen. Ich bin natürlich, wir hatten eine Übernachtung gebucht. Ich habe den Herrn Neuruhr dann gefragt, ob ich da bleiben darf. Durfte ich natürlich, weil der Peter auch einer ist, der mal ganz gerne ein Glas Wein trinkt oder auch mal einen Weizen. Der hatte vollstes Verständnis. Und dann sind wir über der Reeperbahn noch ein bisschen geschlendert. Ich habe das ein oder andere Bierchen springen lassen und wir haben einen richtig geilen Abend gehabt. Ja, richtig emotional und eine richtig geile Zeit hast du auch in Essen gehabt dann in dem Jahr, wo du für den RWE gespielt hast. Wir hatten letztens hier den Leon Enzmann, Teamkollegen, damals wie heute auf der Couch, auf der du gerade sitzt. Da hat das plötzlich ein jähes Ende genommen, was dir ziemlich viel Herzblut gekostet hat, glaube ich, ne? Ja, weil so viel zum Thema Ehrlichkeit im Fußball. Also die Geschichte war halt ganz einfach damals in Essen, dass wir am 27. Spieltag in einer Oberliga- oder NRW-Liga-Saison damals aufgestiegen sind, hatten zum damaligen Zeitpunkt ein Spiel verloren und jetzt nagel mich nicht auf ein Tor fest, aber ich meine, wir haben 17 Gegentore reingekriegt und ich hatte generell in der ganzen Saison von 33 Spielen, die wir hatten in der Liga plus Pokal, die Spiele, die noch dazu kamen, habe ich von der ersten bis zur letzten Minute jedes Spiel gemacht. Nicht einmal ein- oder ausgewechselt worden oder nicht gespielt, sondern ich war immer dabei. Natürlich auch bedingt dadurch, dass ich Gott sei Dank nie verletzt war. Und dann hatte ich nach dem Siegen-Spiel war es damals, wo wir in Siegen aufgestiegen sind, die Woche drauf, nach dem 27. Spieltag, also ein Gespräch mit dem Trainer. Der hat zu mir gesagt, Tommy, das und das gefällt mir nicht. Aber du hast die Mannschaft super geführt, du hast dich super eingebracht. Der hat mich am Anfang der Saison gefragt, weil ich der älteste Spieler war, ob ich denn die Kapitänsbinde haben will oder ob er die als Essener Junge dem Timo Brauer geben kann. Da habe ich gesagt, ich muss die Binde nicht haben, um Führungsspieler zu sein, sondern gib dir dem Timo, so nehmen wir die Fans auch mit ins Boot. Naja, und dann hat er gesagt, wir sind zufrieden und jetzt kommt nächste Woche auch jemand auf dich zu und dann verlängern wir da auch ganz normal deinen Vertrag. Und das ist halt das Einzige, wo ich, glaube ich, mit meiner Gutgläubigkeit mal ein bisschen auf die Schnauze gefallen bin, auf gut Deutsch gesagt. Weil für mich, wenn ich jemandem ein Wort gebe, wir haben jetzt gesprochen, ich habe dir gesagt, ich bin heute Abend hier, also bin ich heute Abend hier, da muss ich nichts schriftlich machen oder was. Und dann passierte nichts, aber ich habe gedacht, die sägen mich nicht ab, weil ich war Publikumsliebling, bedingt durch dieses Tor, was mir da mal passiert ist am ersten Spieltag. Ich habe meine Leistung zu 100% abgerufen. Dann passierte nichts, wir sind auf Abschlussfahrt gefahren und dann hatte ich einen Tag, als er von Mallorca wieder da war, hatte ich noch keine Stimme, weil es immer sehr, sehr kalt ist auf Mallorca. Vor allen Dingen die Getränke, nicht? Eben drum. Haben sie mich dann auf die Geschäftsstelle gerufen und ja, da schwante mir so langsam was. Ne? Und haben sie mir dann halt gesagt, der Trainer hat sich zwar dafür entschuldigt, das muss ich sagen, aber da kann ich mir letztendlich nichts verkaufen. Also er hat gesagt, Tommy, ich habe dir damals gesagt, wir verlängern deinen Vertrag. Stand heute können wir das halt nicht mehr einhalten. Nur da konnte ich mir zu dem Zeitpunkt nichts verkaufen. Ich hatte damals Anfragen von Fortuna Köln und Viktoria Köln und habe den beiden dankend abgesagt. Und im Nachhinein habe ich da auch sicherlich meine Lehren rausgezogen. Nur, ja, was heißt Lehren rausgezogen? Ich hatte jetzt mit dem Osti schon im Dezember gesprochen. Und da haben wir uns in der Kabine nach 2 Flaschen Bier drauf geeinigt, dass ich so oder so hier bleibe. Und da war das Ding für mich auch geklärt, weil ich glaube, da kann ich in Osten nochmal anders vor den Kopf gucken, als leider den Verantwortlichen bei Rot-Weiß Essen aktuell. Ja, auf den Namen Marco Ostermann wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Der hat dich ja damals nach Wattenscheid geholt. Erste Frage, was hat dich damals verleitet, in die 6. Liga zu gehen, zur SG Wattenscheid 09? Und zweite Frage, wie krass hat der Oste dich gemobbt, bis du diesen Vertrag endlich unterschreibst? Gestalkt, Entschuldigung. Ich wollte halt damals, nachdem ich in Essen dann halt mehr oder weniger vor der Tür gesetzt, oder ich wurde vor der Tür gesetzt, wollte ich halt unbedingt nochmal Oberliga und wenn es geht sogar Regionalliga spielen, weil ich mich einfach gut gefühlt hatte, gerade nach diesem Jahr bei Rot-Weiß Essen.
Und er hatte mich dann halt für Rot-Weiß-Aalen entschieden und da lief vom ersten Tag an alles drunter und drüber, was man sich vorstellen kann. Und dann hatte ich auch vor Ende der Wechselfrist kurz vorher schon mal Kontakt zum Zajo, weil ich habe ja mit dem Zajo beim VfL 8 Jahre zusammengespielt schon und dann hat man ja immer so ein bisschen Kontakt noch miteinander. Und er fragte dann schon, was ist, weil es wohl in der Vorbereitung auch nicht so gut lief in der Westfalenliga und relativ viele Gegentore. Und dann war es aber alles zu kurzfristig und im Winter war mir klar, so, da kommen dann Geschichten dazu, wenn man immer von Bochum nach Aalen gurkt, das sind 80, 90 Kilometer und auf einmal, was weiß ich, pinnt am 7,5 Tonner ein LKW-Fahrer ein und der nimmt dich fast mit und fährt mit dir eine Leitplanke, dann überlegst du dir schon mal, wenn du sowieso maximal gefrustet bist, was das Sportliche angeht, ob es das wert ist. Und dann habe ich halt einfach gesagt, scheiß drauf, du kannst mit Wattenscheid, machst ein halbes Jahr Westfalenliga, was sicherlich nicht mein Anspruch ist oder gewesen ist, aber du ziehst das ein halbes Jahr durch, unterstützt die Mannschaft noch dabei, aufzusteigen in der Oberliga und sicherlich hatte ich damals auch schon das Ziel, innerhalb von anderthalb Jahren dann irgendwo möglichst wieder in eine Regionalliga zu kommen. Und ja, wie gesagt, da sind wir jetzt 17 Tage davor und dem gilt es jetzt alles unterzuordnen. Ja, und Marco Ostermann, also der ist verrückt. Och nö. Also er ist richtig verrückt. Also das ist, das glaubt mir keiner, aber der hat mich damals am 24.12. Heiligabend morgens um 7.46 Uhr angerufen. Also, ja, das ist ein schöner Moment, frohe Weihnachten zu wünschen. Aber ich glaube, der hatte was ganz anderes im Sinn. Er wollte halt nur mal fragen, ob es schon irgendwie eine Entscheidung gegeben hätte. Und der nächste Anruf war dann um 9.11 Uhr. Der hat täglich sowieso bei mir angerufen, teilweise zweimal täglich. Und aber immer auf so eine liebe, sympathische Art. Also es gibt ja Leute, die nerven dann und du sagst dann, nee, hast du keinen Bock mehr drauf. Aber bei Osti war einfach, das sind einfach Typen, wie ich sie mag, weil er ist ein Original. Und das ist halt auch das, wo ich dann relativ schnell gemerkt habe, dass es sich lohnt für den Verein hier eben wegen solchen Leuten, wie in Osti, wie in Manno, der ja auch da hinten steht, oder auch wie dir, oder sei es auch das Betreuerteam, oder der Eugen, der immer da ist, Frankie Huber, und das sind einfach Leute, die leben Wattenscheid. Ich bin keiner, der sich aufs Emblem klopft und sagt, ich liebe oder lebe Wattenscheid, aber ich will einfach hier mit dem Verein nochmal ein Ausrufezeichen setzen und jetzt die nächsten 17 Tage erstmal helfen, dass der Verein mal wieder ein Stück weit in die höheren Klassen des Amateurfußballs kommt. Ja, entscheidend ist mit Sicherheit für den Erfolg auch die kleine RWE-Connection, die sich hier in den letzten Monaten, Jahren im Verein etabliert hat. Ich denke mal, das ist ein Resultat einer überragenden Kameradschaft, die du damals bei Rot-Weiß Essen mit gewissen Spielern erlebt hast und die sich jetzt hier auf Wattenscheid 09 überträgt. Sehe ich das richtig? Oder wie kam dieser große Anteil an Ex-Essenern hier zustande? Ja, definitiv. Also klar bin ich mit den Leuten gut ausgekommen, nur wenn es danach ging, mit wem ich in Essen gut ausgekommen bin, dann würden wir bald noch 10, 12 Leute hier rüber holen. Und nein, das hing natürlich auch mit dem sportlichen Werdegang von den drei Leuten zusammen. Und ich muss auch nochmal ganz klar betonen, dass ich nicht die Leute hierher geholt habe, sondern klar, wenn so Leute, die im Umkreis von Bochum oder von Wattenscheid wohnen, irgendwo unzufrieden sind und ich sag mal, als Führungsspieler oder vertraut auch der Trainer und der Osti mir. Und da fragen sie auch meine Meinung und fragen mal, ist das was? Und dann habe ich halt meine Meinung dazu gesagt. Nur jetzt hinzustellen, dass ich die Leute geholt hätte, so ist es nicht, sondern da sind die Hierarchien schon anders aufgeteilt im Verein, was auch gut so ist. Nur klar habe ich, was die drei Leute angeht, natürlich auch gesagt, dass man die sportlich müssen es natürlich auch immer der Trainer und der Manager beurteilen, aber zwischenmenschlich, dass sie zu 100% reinpassen und ich denke, mit dem habe ich auch bis heute recht behalten. Ich glaube, da hast du relativ gut gelegen. Vor 2 Wochen saß hier jemand auf der Couch, Uwe Ciskale nennt er sich, den kennst du, glaube ich, Bundesliga-Legende und langjähriger Sturmpartner auch von Sammy Sahne, der gleich hier Platz nehmen wird. Mit diesem Uwe Ciskale hast du eine Gemeinsamkeit. Du hast das Tor des Monats erzielt. Du hast es gerade schon mal angesprochen, dieses krache 1:0 für RWE gegen den VfB Homberg in der Oberliga, glaube ich. Ne? Und wurde es mit der Medaille Tor des Monats ausgezeichnet von der ARD Sportschau. Was war das für dich für ein Erlebnis? Nicht alltäglich sicherlich.
Also ich glaube, jeder, der das Tor gesehen hat, ich weiß nicht, ob das bei euch so ein bisschen präsent ist. Ihr habt ja jetzt auch das ein oder andere Spiel von mir gesehen und ihr wisst ja eigentlich, was ich kann oder und vor allen Dingen, was ich auch nicht kann. Fallrückzieher kannst du gar nicht, glaube ich. Und also das kann ich eigentlich auch nicht. Und es gibt ja immer Leute, ich glaube, Sammy ist bestimmt auch so ein Typ früher gewesen, der danach im Training mal gesagt hat, komm, hau mir nochmal 13, 14 Flanken rein und ich probiere die mal mit dem Fallrückzieher zu nehmen. Nur ich habe sowas immer sein gelassen, weil ich wüsste genau, da hätte ich mir schon eher irgendwie was am Rücken geholt oder die Hüfte gebrochen oder sowas. Also ja, ich kann es eigentlich gar nicht. Nur in der Situation, das Spiel, erster Spieltag in Essen, da waren auf einmal 6.000 Zuschauer da, die Stimmung war geil, das war ein Spätsommertag vom Allerfeinsten, dann gingen noch die Flutlichter an, wir sind angerannt wie Sau, wir haben nur einfach das Tor nicht geschossen. Und dann war es ja die 89. Minute und ich spiele noch einen Fehlpass, ich habe den Ball hinten, spiele noch einen Fehlpass, Lukas Lenz erobert den Ball wieder seinerzeit, spielten rechts raus und dann habe ich spekuliert, weil unser Rechtsaußen, der hatte einen Mann vor sich stehen. Er konnte den Ball entweder auf einen kurzen Pfosten bringen, dafür hatte ich aber keine Luft mehr dahin zu laufen, oder halt andersrum an ihm vorbeiziehen, so dass er halt Richtung 16er kommt und dann ja, kam der Ball dahin und dann habe ich es damals auch im ARD-Interview gesagt, dann muss ich 2-3 Sekunden Aussetzer gehabt haben, weil Fakt ist, der Ball war zu hoch, um ihn im Fuß zu nehmen und stehen zu bleiben. Und zu flach, um mit dem Kopf hinzugehen. Und es ging halt einfach gar nichts anderes. Und naja, dann habe ich es probiert. Und ja, vielen Dank. Ja, auf YouTube für die Ewigkeit festgehalten. Wer das Tor noch nicht gesehen hat, heute Abend gleich mal ins Internet. Was hat das für einen Hype dann ausgelöst im Nachgang? Ja, das war natürlich schon das. Viele sagen, und vielleicht war es auch so, war das so dieser Stein, dieses Wachküssen von Rot-Weiß Essen, was wir einfach in der fünften Liga damals gebraucht haben. Weil der Verein lag am Boden, die Mannschaft, das war eine absolute No-Name-Mannschaft. Und ja, das unabhängig davon, ob ich das Tor gemacht hatte oder irgendjemand anders in der 90. Minute irgendein Tor gemacht hätte, das war einfach so wichtig, dass wir dieses Auftaktspiel gewinnen. Und seitdem ja, sind wir mit den Fans im Rücken, die uns auch da fantastisch unterstützt haben über 90 Minuten, obwohl wir damals, ich glaube, Homberg war ein Aufsteiger. Da hat man als potenzieller Absteiger, auch wenn es durch die Insolvenz war, natürlich einen anderen Anspruch. Und die haben uns aber supportet ohne Ende. Und ja, das hat das ganze Aufstiegsjahr dann vielleicht so ja, in der richtige Richtung gestupst damals. Ja, du spielst Fußball für die SG Wattenscheid 09, dein Herz schlägt für den VfL Bochum, da stehst du zu, da darfst du auch zustehen und ich denke mal, so eine ehrliche Aussage wird auch hier in Wattenscheid mit dem nötigen Respekt wahrgenommen. Du arbeitest auch für den VfL, was machst du da? Ich darf für den VfL arbeiten, ist richtig, sage ich immer. Ja, ich habe da ja damals auch eine Lehre gemacht. Ja, vielleicht da noch zurückgreifend, du hattest mir ja gerade auch die Frage gestellt, warum es dann nie so richtig geklappt hat mit der Profi- oder Bundesliga-Karriere. Ich hatte damals nach anderthalb Jahren, die ich beim VfL in Amateuren gespielt habe, ein Angebot von Dortmund Amateure, damals noch unter Uwe Neuhaus, weil wir kurz vor der Winterpause im Pokal, konnten die Amateure damals noch mitspielen, haben wir gegen Dortmund, die damals in der zweigleisigen Regionalliga gespielt haben und wir in der Oberliga haben wir 1-0 gewonnen. Und da habe ich ein ganz ordentliches Spiel gemacht und dann hatte ich ein Angebot von Borussia Dortmund vorliegen, war zu der Zeit aber ein halbes Jahr in der Ausbildung schon beim VfL Bochum in der Marketingabteilung ja, und dann kam halt das erste Mal die Frage auf mit damals 19 oder 19,5 Jahren, was macht man? Setzt man auf die Karte Fußball und sagt, ich wechsle nach Dortmund oder sage ich, ich bin vernünftig und schaffe mir eine Basis, was viele andere dieser Oberliga- oder Regionalliga-Profis, wie ich sie immer nenne, halt irgendwann mal vergessen zu schaffen. Und ja, ich habe einfach gemerkt, dass ich für mich, um erste oder zweite Liga zu spielen, einfach zu viele oder auf Dauer zumindest zu spielen, zu viele Defizite hätte, um realistisch da Fuß zu fassen. Und habe mich halt damals dafür entschieden, beim VfL zu bleiben, meine Ausbildung fertig zu machen und halt nicht den riskanten Weg zu gehen. Und ja, im Nachhinein hatte ich dadurch immer eine Sicherheit. Durch diese frühe Ausbildung, die ich gemacht habe zum Veranstaltungskaufmann, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte weiter für meinen Verein spielen und habe auch, nachdem ich dann den VfL sportlich verlassen habe, immer nebenbei da weiter gejobbt, habe auch im Lager gearbeitet, im Fanshop gearbeitet, halt immer auf 400-Euro-Basis, weil ich halt auch keinen Bock hatte, bei Münster zu spielen. Man hat ein paar Euro verdient, aber dann halt einmal am Tag zu trainieren für die Oberliga oder Regionalliga war mir halt zu wenig, sondern für mich geht es da auch um zwischenmenschliche Beziehungen. Klar gibt es auch immer noch ein bisschen Geld nebenbei, dann, wenn man einen 400-Euro-Job hat.
war für mich halt immer wichtig, einen ausgefüllten Tagesablauf zu haben und nicht zu sagen, ich stehe um 9 Uhr auf, gehe einmal zum Training, wieder zu Hause und ab da, Entschuldigung, pimmel ich so auf gut Deutsch gesagt nur noch rum. Das war halt nichts für mich. Ja, und jetzt bin ich seit, ich glaube, 1,5 Jahren, wo ich dann auch mit nach Wattenscheid gekommen bin, arbeite ich jetzt in einer Buchhaltung und ja, probiere das bisschen Geld, was beim VfL noch umgesetzt wird, weitestgehend zusammenzuhalten. Inwieweit bringt dir das Frotzeleien ein im Mannschaftskreis oder auch von den Fans, dass da diese Verbundenheit zum VfL da ist? Gibt das schon das eine oder andere Feedback? Ja, also das ist, manche Leute fragen mich auch schon, ob ich das so ein bisschen brauche, dass ich eigentlich nur angepumpt werde, weil ja, egal wo ich hingehe, ich werde eigentlich den ganzen Tag lang nur beschimpft. Ich gehe morgens um 9 auf Arbeit, werde als Schwarz-Weißer beschimpft und wenn ich um 17 Uhr da die Tür zuschließe und fahre rüber nach Wattenscheid, da ist der Frankie Huber der Erste, der sagt, ja, da bist du ja wieder, du scheiß blauer Sack. Und so sehen halt so die 12 Stunden meines Tagesablaufes aus. Aber ich glaube, ich bin ein Typ, der ja auch nicht auf den Mund gefallen ist und der damit sehr, sehr gut umgehen kann. Jetzt hatten wir am Dienstag hatten wir noch mit der Geschäftsstelle in so einem kleinen, hat der Greenkeeper gesagt, wir dürfen im Stadion so ein bisschen gegeneinander kicken, haben wir einen Grill aufgebaut, gab ein Fiege dazu auch und und ich bin halt im Wattenscheid-Trikot da aufgelaufen, im Ruhrstadt oder Revierpower-Stadion, wie es ja heute heißt. Und dann hat der Peter Neururer auch noch ein Interview gegeben auf der Tribüne und irgendwann schrie er nur, Gerd Dami, kann doch nicht dein Ernst sein, zieh das scheiß Trikot aus. Und er hatte kurz vorher seinen Vertrag verlängert und ich hatte dann nur zu ihm gesagt, dass ich hier verlängert habe und dass er jetzt auch nicht mehr Anfragen braucht, sondern dass ich jetzt in Wattenscheid bleibe. Ich denke mal, diese Ablehnung bei Peter Neururer wird darin begrenzt sein, dass Wattenscheid 09 der einzige Verein im Ruhrgebiet ist, wo er noch nie für gearbeitet hat. Liegt die Betonung da auf dem Noch? Nein, das Wort noch würde ich dann gerne streichen. Dann musst du was dagegen gehabt, die war, dass der Keller hier mal Trainer wird. Ja, das war. Einmal am Mittelkreis so in den Socken gehauen, da hat er damals gesagt, der kommt bei mir niemals im Verein. Seitdem war vorbei, durfte der Keller Neuruhr hier Trainer werden. Nur weil er ihn einmal von hinten in den Socken gehauen hat. Ja, vom Grundsatz her war es. Gott bewahre, aber unter Herr Altegör wäre der Peter Neururer auch nie wieder zurück zum VfL gekommen. Und im Umkehrschluss, wenn ich jetzt mal 7 Wochen zurückdenke, wie ich auch da um meinen Arbeitsplatz gezittert habe und dann kommt Peter Neururer, also mehr oder weniger wirklich von den Toten auferstanden, weil er hatte ja diesen Herzinfarkt und rettet auf einmal den Verein und küsst so eine ganze Stadt. Vielleicht Wattenscheid und Hintrop oder was jetzt mal ausgenommen. Aber ja, der hat ja wirklich die ganze Stadt wieder wach geküsst, was dem VfL angeht. Und abgesehen davon, dass ich unter ihm auch meine 3 Bundesligaspiele machen durfte, für mich einfach ein Riesentrainer auch. Ich durfte ja des Öfteren unter ihm mittrainieren. Wie der dich motivieren kann, was der verbal drauf hat, was er auch am Glas drauf hat. Also einfach überragend. Na gut, nächstes Jahr gibt es dann vielleicht wieder ein rivalisierendes Verhältnis zwischen der SG Wattenscheid 09 und dem VfL Bochum, nämlich dann, wenn man in der Regionalliga aufeinander träfe. Wie gehst du da mit der Situation um? Will gewinnen. Also, wir? Ich will gewinnen. Ja. Ich will gewinnen. Alles klar. Da gibt es auch kein Vertun. Ich habe damals mit Schalke ein kleines Derby halt mal gegen den VfL gespielt auch. Da haben wir in der Lauheide mit den Schalke-Amateuren 3-0 gegen Bochum gewonnen. Da habe ich damals Stürmer gespielt gegen Patrick Fabian und Merge Mavrai, der jetzt in Fürth Bundesliga gespielt hat. Wir haben 3-0 gewonnen und da habe ich nachher vom damals noch Dieter Nickel, Geschäftsführer der Jugendamateurabteilung, habe ich einen Einlauf gekriegt, weil ich mich über Tore von meiner Mannschaft gefreut habe und ich bräuchte gar nicht hochkommen im VIP-Raum und was gar nicht mein Anliegen war, weil ich war ganz normal mit dem Mannschaftsbus von Schalke da. Gibt's für mich nicht. Wenn ich auf dem Platz stehe, will ich gewinnen. Egal, ob ich jetzt ein Wattenscheid-Trikot anhab oder am Dienstag mit der Geschäftsstellentruppe da oder heute im Training, ja, da will ich gewinnen. Da ist es mir egal und da ist es egal, ob es gegen den VfL geht oder gegen irgendeine andere Mannschaft. Ich hatte ja sogar mal das Vergnügen, sogar mal im DFB-Pokal gegen den VfL spielen zu dürfen, damals mit Sportfreundin Lotte und auch da, also wollte ich gewinnen, auch wenn es für den Verein, also für den VfL damals,
wirtschaftlich eine Vollkatastrophe gewesen wäre, auszuscheiden. Nur das war mir egal. Ich war oder bin Spieler und ich denke, jeder, der irgendeine Sportart betreibt oder ein alter Trainer von mir, der hat gesagt, der Manni Wölper, selbst wenn er gegen seine zwei Kinder, Mensch, ärgert ihn nicht, spielt, der bescheißt die so sehr, bis er gewinnt. Und ich glaube, diese Siegermentalität zu haben, ist auch gar nicht so verkehrt. Ich meine, man muss jetzt nicht unbedingt unfair oder bescheißen, aber gewinnen will ich eigentlich schon immer, ja. Ja, viermal gewinnen noch in dieser Saison und dann sind wir durch in der Regionalliga mit dir. Ich hoffe, ich bin überzeugt, das war ein cooler Auftritt von dir auf der 09-Bühne. Das Publikum wird es jetzt noch einmal bestätigen. Ein lauten Applaus. Ich sage vielen Dank, Alex Tan, dass du hier bei uns warst. Vielen Dank, dass du dich einbringst für die SG Wattenscheid 09 und vielen Dank, dass wir in der nächsten Saison in der Regionalliga spielen. Ja, ich habe zu danken für den netten Empfang und auch dafür, dass ich hier nicht mit irgendwelchen Gegenständen beschmissen wurde. Dafür, dass ich mich. Eine abschließende Frage habe ich noch. Der Kai Kolbner saß ja auch gerade mit einem rot und weiß bestückten Hemd. Das hast du auch an. Hat das irgendwas mit dem Champions League-Finale zu tun oder darf ich hier einen Tipp abbringen? Zumindest. Fürs Finale oder für mein Hemd? Also eigentlich, aber ich musste heute ein bisschen länger arbeiten, wollte ich noch ein schwarz-weißes Hemd, ein schwarz-weiß kariertes Hemd anziehen. Bin da nicht mehr nach Hause gekommen, sonst wäre ich nicht pünktlich beim Training gewesen, hätte Strafe zahlen müssen und. Und nee, bei mir hat es damit nichts zu tun. Dadurch, dass ich Recht behalten will und ich damals relativ früh in der Saison schon gesagt habe, dass ich glaube, dass die Bayern diese Saison alle drei Titel holen werden, glaube ich schon, dass die Bayern es machen werden. Und die Mannschaft ist mir einfach genauso wie Dortmund, mir die letzten zwei Jahre sehr, sehr sympathisch war mit dem Auftreten. Ist es halt dieses Jahr bei Bayern einfach so, wenn ich sehe, wie sich gerade auch Leute, die eigentlich gar keine Rolle spielen, wie so ein Rafinha, wie so ein Pizarro, wie die sich einbringen, wie die gute Laune auf der Bank verbreiten, wie so ein Thomas Müller, der rumläuft wie ein Bauer auf dem Platz, auf gut Deutsch gesagt, aber einfach so unglaublich wichtig ist für die Mannschaft. Und diese Stars sich da auch unterordnen, Robben nichts sagt, wenn er auf der Bank sitzt. Und insofern gönne ich es dem Verein, dem Trainer und ich glaube auch der Mannschaft. Ich glaube, die haben auch so ein Dante, die haben jede Menge Spaß einfach miteinander. Und ich glaube, die müssen das Ding gewinnen und dann sich auch mal richtig eingenehmigen. Eine Meinung, der ich mich gerne anschließe. Ja, in diesem Sinne, danke Alex für deinen Besuch hier in der 09 Chronik. Ich hoffe, du hast den kleinen Auftritt hier und auch die Inspiration hier in unseren Räumlichkeiten genossen, aufnehmen können und das wird dein schwarz-weißes Herz ein klein wenig anreichern. Ich danke dir, sag Tschüss und auf Wiedersehen bis zur nächsten Runde. Dann wartet dann Suleiman Sahne auf uns und du wolltest noch was sagen? Ich wollte nur sagen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und freue mich auf Sonntag, euch alle wiederzusehen und dann kommen wir in den nächsten Reihen.